Jetzt kommt ein Spiel, auf das ich mich freue. Oh ja, und zwar von Enix. Jawohl, aus der Zeit, wo Enix noch irgendwie seinen Schöpferwahn hatte. Denn, ja, Actraiser, Illusion of Time, Soulblazer, Terranigma und wie sie alle heißen, auch in diesem Spiel geht es um die Welterschaffung. Nur, ja, mit dem einzigen Unterschied, man startet in der Urzeit. Ah ja, die Sonne redet. Das ist schon mal unheimlich. Ja, gut, es geht um prähistorische Viecher, verbunden mit einem japanischen Rollenspiel. Ist also kein Wunder, dass ich es gut finde. Das sind nämlich zwei gute Faktoren. Ja, schön. Oh ja. Evo, Search for Eden. Ja, klingt wie ein Album von Gamma Ray oder Paradise Lost. Aber ist es nicht. Hallo, ich bin Gaia! Ja, das ist schön. Hallo, Gaia. Captain Planet kommt auch gleich und, macht böse Sachen. Oh ja, da sind sie schon. Die Ursuppe mit den ganz lustigen Viechern, wo das Leben drin gestartet ist. Da freue ich mich schon drauf. Ja, man spielt die Evolution. Dieses Spiel ist in vielen muslimischen und amerikanischen Ortschaften bestimmt verpönt. Aber ich als Darwinist finde das Spiel natürlich gut. Reine Evolution. Ja. Ja, das ist der Levelbildschirm. Ich kann mich noch nicht bewegen. Hab ja noch nichts gemacht. Ja, und ich bin das da unten. Dieser putzige Quastenflosser. Ja, und ich kann fressen. Ja, in diesem Spiel geht es um Fressen. Im Grunde ist es auch leicht Pac-Man-artig. Und ja, dann mal los. Was? Ein Neuling, ja. Survival of the Fittest. Mhm. Ja, Qualle. Schön. Schön, dass du mir diese Tipps gibst. Aha. Ja. Mach ich. Evolve and become strong. Ja, da wirst du mir bei helfen, Qualle. Ich weiß es ganz genau. Ja. Du bist weak und flabby. So, fressen. Sehr gut. Nam. Ja, also. Ja, gut, das ist ein sich langweiliger Spiel. Sieht auch gut aus, wenn er böse ist. Ich will mal schneller. Los. Walle. Ja, das einzig Langweilige an dem Spiel ist, dass man halt sehr, sehr viele Erfahrungspunkte sammeln muss. Also es ist Level-Grinding pur. Denn ab einem bestimmten Punkteanzahl kann man sich nämlich entwickeln. Größere Zähne, bessere Flossen. Ja, und in späteren Levels kommt man auch halt an Land und dann kann man sich entscheiden, ob man Saurier wird oder Säugetier. Es ist also wirklich höchst interessantes Spiel. Das war mal eine gute Idee. Vor allem kann man es dann so übertreiben, dass man endlich mal ab in den nächsten Level endlich mal einen Langhalssaurier, also einen Sauropoden als Fleischfresser spielen kann. Ja, man kann Langhals entwickeln und trotzdem Reißzähne. Das ist fantastisch. Jurassic Park hätte es nicht besser gemacht. So, hier gibt's die Höhle der Wegfindung. Mal gucken, ob die mir dabei hilft. Scheiß Qualle. Ach, ach. Ja, wie sie auch gleich ganze Schweinshaxen hinterlassen. Lecker. So. Ja, ich zeige euch mal die Entwicklung. Kiefer. Ja, na. Ne, ich möchte erstmal ein bisschen schneller sein, glaube ich. Deshalb werde ich meine Schwanzflosse entwickeln. Ja, 100 nehme ich, ja. Und Mysterious Time Stream evolves you into das da. Ja, sehr gut. Ja, aber ich bin jetzt doch schon auch schneller und kann jetzt auch schneller fressen. Was natürlich ein großer Vorteil in diesen prähistorischen harten Zeiten ist. So, jetzt gucke ich mal, was in der Höhle da los ist. Ja, ziemlich dunkel hier. Ah, Würmer! Nam! Ah! Oh nein! Wegwurm. Gott. Wir ziehen ja ganz schön was ab hier. Scheißviecher. Dich fress ich. Mann, du Pisswurm. Scheiß Arschwurm. Komm her. Ja, ja, so ist gut. So. Schön viel Erfahrung sammeln. Ich muss mich besser entwickeln. So, was ist das denn für komisches Zeug? Ah ja, es sind Seegurken. Sehr schön. Seegurken. Ja, das klingt doch schon nach Essen. Ja, 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 ja. New World, ja. Schon klar. So. Was ist das? Essen. Damn. Okay.
Ja. Sie kennen das. Sie fressen ein Kristall und plötzlich fragt er: Hey, wie geht's dir? Und? Schön das Spiel am Spielen? Ja, ne? Macht Spaß, ne? Schon komisch. Gut, das ist also gar nicht so verkehrt. Also eigentlich ist alles wichtig. Körper, Flosse, Kiefer. Eigentlich kann man da alles drin investieren. Aber dieser Blick, wenn er schnell schwimmt, ist es köstlich. Ach, komm her, du Scheißvieh. So, jetzt werde ich erstmal gucken, was ich mir noch hier gönnen kann in dem, hier war es, Evolutionsmenü. Ach, 200 brauche ich. Okay, ja, ich werde mir dann erstmal ein neues Gebiss kaufen. Schadet ja auch nicht, weil dieses Gewürm hier, drei Bisse, um dieses scheiß Gewürm hier loszuwerden, kann ja nie wahr sein. So. Und weiter geht's. Scheiß Weichtier. Gib das her. Ja, ihr seht schon. Sehr viel Level Grinding. Sehr, sehr viel. Aber dafür lohnt es sich. Die Schauplätze sind sehr unterhaltsam. Und die Gegner, vor allen Dingen die Gegnertypen hier. Ich sag nur riesige Biene, riesige Frösche. Das ist fantastisch. So, ab in die nächste Höhle. Cave of Temptation. Was heißt Temptation nochmal? Ist das Versuchung? Ja. Oh, das war ein blinkendes Stück Fleisch. Das gibt extrem viele Erfahrungspunkte. Und jetzt gönne ich mir erstmal bessere Kiefer. Ja. Los. Ja. Will ich haben. So. Evolved you. Oh ja, jetzt sehe ich auch schon. Jetzt sehe ich richtig angepisst aus. Ein richtiger Samuel L. Jackson-Fisch jetzt. Das ist fantastisch. So, mal gucken, was hier in dieser Höhle los ist. Was ist das denn? Oh Gott, Zellteilung! Gleich mal fressen. Ja. Zwei zum Preis von einem. Njam. Verdammt. So. So. Hi there, Fish! Try eating a red crystal und es wird dich in eine merkwürdige Kreatur verwandeln. Ja, mache ich. Da sage ich doch nicht nein. Ich werde zu einem Aal. die merkwürdige Kreatur Aal. Oh, der hat aber ganz schön Bisskraft und Lebensenergie. Das ist gut. Das werde ich jetzt schnell nutzen, weil die Kraft des roten Kristalls hält natürlich nicht für ewig. Das ist jetzt quasi so hier der Stern bei Mario oder ja, Unverwundbarkeitsmodus. Naja, halbwegs. Ich kann zwar sterben, aber ist schon recht cool, das jetzt zu nutzen. Weil das Vieh hier alles platt macht. Und es ist verdammt schnell. Oh ja. Njam. Ja. Na, da guckt ihr. Scheiß Würmer, komm her. So. Ja. So, mal gucken, was ich mir als nächstes gönne. Ja, und schon wieder vorbei. Egal. Meine Form ist auch total klasse. Als nächstes werde ich mir wahrscheinlich eine Flosse gönnen. Um noch schneller zu werden. Segel. Ja, ich nehme eine Segelflosse. Das klingt gut. Mal gucken, wie das aussieht. ja, jetzt bin ich ein Punkfisch, ausgezeichnet. Der Iroquastenflosser. Oh yeah. Oh, jetzt kommt die böse Vulkangegend. Ich ahne Schlimmes. Ocean of Terodos. Bist du Terodos fressen? Och Gott, wie niedlich. Das tut einem ja fast leid, die zu fressen. Aber ich muss es leider tun, weil ich habe ein Iro. Nee. Ja, komm her. Verdammt. Oh ja. Oh ja. Oh nein. Ihr blöden Viecher. Bleibt stehen. Schlapp. Sehr gut. Ja. So ist das in der Urzeit. Keine Rücksicht auf Niedlichkeit. So. Ach. Auch heutzutage nicht. Wenn ich Hello Kitty fressen könnte, ich würde sie fressen. Warum auch nicht? Steuerkreuz hakt ein bisschen. Ich brauche mal ein besseres Gamepad. So. Nein, bleibt stehen. Müssten jetzt hier nicht eigentlich die Vulkane auch mal ausbrechen, so langsam? Aber egal, ist ja schön für die Erfahrung. Hab schon 400, das ist doch ordentlich.
Als nächstes werde ich wohl... Ja, Panzerung. Bessere Schuppen. Für mehr Verteidigung. Jawohl. So. Mhm. Und noch eine Runde. Ja. Nam, 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 nam. Oh, sogar blinkendes Fleisch. Sehr gut. Oh, kann ich jetzt schon weiter? Egal. Evolution. Body. Shell. Oder? Nee, Schuppen. Oder nehme ich doch Shell? Ja, ich nehme den Muschelpanzer hier. Die Farbe gefällt mir jetzt nicht mehr so gut, ehrlich gesagt. Naja, kann ich jetzt durch? Oder? Na egal. Ich weiß jetzt nicht, ob... Vielleicht muss ich den Trigger erst bei dieser Wand da hinten auslösen, bis die Vulkane ausbrechen, oder? Ja. Ich denke schon. Mach ich das mal. Nachdem ich dich gefressen habe. Mein kleines, niedliches, was auch immer. Ach, verdammt. Ach. So, was hast du nun davon? Oh, blinkendes Fleisch. Nam. Ah ja gut, das war doch der Trigger. Ja. Jetzt brechen die Vulkane. Oh, Vulkane aus. Sehr gut. Schnell weg hier. So. Und noch mehr Vulkanspaß. Ja. Cave of Zynichtis. Ja, warum denn auch nicht? Hallo, Wurm. Ah, mit einem Bissen tot. Schön. Nam. Ja, die quallen auch nochmal weg. So. Mal gucken, was jetzt da in dieser... Ach, diese verdammten Würmer. Ein Wurm, fett und schleimig. Weg damit. Mal gucken, was in dieser Höhle hier los ist. Na? Oh, 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 das sieht aber böse aus. Das sieht hier nach... Eieiei, Panzerhai aus. Das ist aber gar nicht schön. Oh, der fickt mich aber ganz schön hier. Das ist nicht gut. Ah! Scheißvieh. Okay, ich brauche bessere Kiefer. So viel steht schon mal fest. Oh Gott, was ist das denn? Trilobiten-Basketball, sehr gut. Oh nein, nein, lass mich in Ruhe. Nein, lass mich. Verdammt nochmal, ich hasse es. In der Nahrungskette unten zu stehen. Verpisst euch das. Oh ja. Ja, 500 Erfahrungspunkte. So, jetzt gibt's Ärger. Jetzt stehe ich nämlich gleich in der Nahrungskette ganz weit oben. Wie viel habe ich? 800, das reicht. So, jetzt werde ich mir erstmal eine schöne neue Zahnreihe wachsen lassen. Oh, das ist schön. Jetzt sehe ich auch richtig grummelig aus. So. Njam. Njam. Ah, scheiße. 2 Bissen und tot sind sie. Ausgezeichnet. Und 50 Erfahrungspunkte. Gut, also es lohnt sich doch, in Kiefer zu investieren, weil, ja. Man beißt ja sofort alles tot. Das ist was ganz Schönes. So. Ja. Scheiße. Ach, ich glaube, das war's hier mit dieser Höhle. Es ging eigentlich nur um den Kristall. Du. Hallo! Guck mal, meine neuen Zähnchen! Njam. Ja. Ja, das mögt ihr. Ja, das mögt ihr. So. Okay, oder auch nicht. Ich muss doch noch in die Tiefen dieser Vulkanhöhle. Naja, egal. Mir kann ja jetzt quasi nichts mehr passieren. Fast nicht. Was kann ich denn noch hier? Schwanzflosse. 300. Ja gut, dann fresse ich jetzt hier noch ein bisschen. Irgendwie komme ich mir lahm vor. Ich muss noch ein bisschen schneller werden. Um ein noch agileres, böseres Raubtier zu werden. So. Nee, Schwanzflosse. So, 300 nehme ich. Und? Naja. Gut, hat sich jetzt vom Aussehen jetzt nicht so gewandelt. Aber jetzt mal gucken, wie es jetzt aussieht. Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und abwärts. Ah, du blödes Scheißviech. Hamm. Nehme ich auch. So, oh, da sind diese furchtbaren Trilobiten. Gleich mal fressen hier. Ah! Nein! Scheiße! Oh. Jetzt aber...
Eieiei. Weiter, 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 weiter. Schwimm, mein Fisch! Schwimm. So. Ja, das war's, glaube ich, schon. Ja. Ah, die Zeit wird auch knapp. Schade, schade. Nochmal schnell gucken, was hier los ist. Domain of Cepalas. Oh Gott, die sehen aber auch grummig aus. Ich werde euch fressen, Kinder. Ja, ich sag schon mal tschüss. Das war Evo. Ein sehr gutes Spiel, wie ich finde. Ist mal was anderes. Schade, dass ich euch nicht mehr zeigen kann, aber in 15 Minuten kann man leider nicht mehr zeigen. Ja, probiert's mal selber aus. Kann man Stunden mit verbringen.